Ich stelle euch jetzt Quizfragen, ihr Lieben. Und die Antwortmöglichkeiten sind immer Dinge oder Personen, die es im Doppelpack gibt. Aber welches es ist und welches das Richtige vor allen Dingen ist, das müsst ihr mir sagen. Wer glaubt es zu wissen, das ist die Mischung aus Wissen und Buzzern. Wer glaubt es zu wissen, der buzzert. Und ich gebe eine Welt vor und vier Antwortmöglichkeiten, die dann wiederum treffen können. Okay? Mhm. Gut. Die beiden, ich nenne sie mal Hauptbestandteile des Cocktails Skinny Bitch, sind welche? Sagt ihr es. Okay, Gastro, ne? Gastro, Mann. Okay, dann Wasser, schieß los. Wasser und Wodka. Ist es Wasser oder Wodka oder ist es beides? Es ist Wasser und Wodka. Vollkommen richtig. Das ist eine Skinny Bitch. Nie gehört. Das gab's nicht im Bierkönig. Der... Wir sind schon bei der nächsten. Du hast sehr schnell geantwortet, Efter. Das bringt dir einen Punkt. Welche Parteien haben auf Bundesebene noch nie zusammen die Regierungskoalition gebildet? A. SPD und FDP. B. CDU, CSU und Bündnis 90 Die Grünen. B. B. Bastian Pastewka sagt... B. Wir reden von Bundesebene, wir reden nicht von Bundesländern. Wir reden auch von Bundesebene, 100% richtig. CDU, CSU und Grünen. Es gab CDU und SPD und es gab CDU und FDP, aber die Kombi gab es noch nicht. Boom, ein Punkt für dich, Bastian. Okay. Gold richtig, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen gab es bis hier noch nicht. Schauen wir mal, was dieses Jahr passiert. Die nächste Frage. Wie viele Streifen sind auf der US-Flagge sichtbar? Achtung. Ja, bitte. 13. Wow. Ja. Komm schon, sag doch einfach ja jetzt. Ach. Kann ich aber nicht. Es ist falsch. Ich, Oh, bitte, bitte, komm, jetzt mach nicht so. Mach nicht diese, Joko, bitte. Der ist gemein, ich sag ja, dir. Mann, ich hätte dir einen Punkt gegeben. Das war richtig ausführlich gerade. Was sag, was Moment, du aber jetzt kommen ja die also deswegen habe ich gesagt, so die Frage, manchmal muss man ein bisschen warten, weil das habe ich am Eingang extra gesagt. Oh, du willst wissen, wie viel weiße und wie viel blaue? Weiße und rote. Oh, holy shit. Okay, es sind 13, das heißt 6 und 7, aber was ist was? Oh Gott. Oh Gott, ich muss jetzt pokern, okay. Es sind 6. 3, 2, 1. Es sind 6 rote und 7 weiße. Ach, bitte stimmt es. Falsch. Ah. Fuck. A. 8 rote, 7 blaue. B. 7 rote, 7 blaue. C. 7 rote, 6 weiße. D. 6 rote, 6 weiße. Keine Ahnung. C. Und C ist richtig. Ja. Sehr gut. Stark. Und alles, Efter, du bringst mich immer in eine undankbare Situation. Ja. Ich glaube mir, es ist nur einfach, die Regel ist halt, du musst halt genau das, was dann gefragt ist. Und du bist dann schnell. Und das kann ein Vorteil sein, es kann aber auch ein Nachteil sein. Gerade haben wir erfahren, wie es ist, wenn es ein Nachteil ist. Wir haben aber auch schon erfahren, wie es ist, wenn es ein Vorteil ist. Und ich gebe dir dann schon sehr viel Zeit, aber irgendwann muss ich dann auch den Sack zumachen. Ja, es war auch total dumm, weil... Nee, es war nicht dumm. Es hätte ja auch richtig... Ich habe nur die Frage gelesen, so wie viele Streifen sind da? Ja, ich auch. Bis dahin hatte ich auch nur die Frage gelesen. Oh. Das hat jetzt leider nicht für einen Punkt gereicht. Ein Punkt für Teddy, damit 5. Teddy gönne ich es ja auch. Ich meine, den anderen auch. Bei einem dieser Duos hat sich eine Hälfte vor laufender Kamera ein Bauchnabelpiercing stechen lassen. Ja, komm. Welches Duo suchen wir? Lass mal schnell ganz kurz über. Joko und Klaas, kann es sein? Du sagst Joko und Klaas und das ist richtig. Wir haben die Auflösung dazu da. Wir gucken einmal kurz rein, wie wunderbar das war damals. Oh! Wer ist denn da? Wer von euch? Er hat es heute noch, er trägt es heute noch. Oh, es ist wunderschön. Und vielleicht eine schöne private Geschichte, die ich an der Stelle einfach einfüge, weil man hat es da nicht gesehen. Die Dame, die eben das da durchgestochen hat, hat gesagt so, Klaas, jetzt musst du den Bauch bitte ganz fest anspannen. Und dann kam sie mit dem Ding und hat Klaas den Bauch so doll angespannt, dass er ihn hat fahren lassen.
Wer lag da? Und dann richtig so. Pff. Naja, ist vielleicht eher witzig, wenn man dabei war. Wir haben noch eine letzte Frage. Eine letzte Frage haben wir noch. Joko? Schiri, du musst punkten. Ja, bitte? Was ist denn der Punktestand? Der Punktestand ist 6 für Efta, 6 für Teddy, 7 für Bastian, 5 für Schiri. Schiri, du musst jetzt punkten. Das ist die letzte Frage für diese Gewinnstufe. Welches der folgenden Duos entstammt keinem Disney-Film? Okay. A. Olaf und Sven. Mhm. B. Fabius und Sebastian. Mhm. C. Schlaubi und Fauli. Schlaubi und Fauli. Schlaubi und Fauli. C. Und das sind nämlich Schlümpfe. Yes. Und deswegen keine. Yes! Yes, sagt sie. Ein Punkt für Shirin. Damit. Damit haben wir einen sehr interessanten Punktestand, den wir jetzt gleich mal sofort klären müssen. Denn im Moment würden 3 Menschen nach Hause gehen. Das geht aber natürlich nicht. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal ganz kurz Schluss mit 2 wie Pech und Schwefel. Und dann klären wir es.